Meistens kennen, wer die guten Freunde sind und wer die Menschen sind, die doch nicht zu einem halten. Das sind häufig ja auch die, auf die man vorher gebaut hat. Haben Sie da auch irgendwie Erfahrungen in der Art gemacht? Ja, aber schon vorher. Lange, lange vor der Krankheit. Ich meine, ich bin jetzt 22 Jahre in diesem Geschäft und ich war lang genug oben und dann war ich unten. Und da haben sich schon einige Leute abgesetzt. Und man weiß dann, die kommen nicht mehr. Die sind nur deswegen da gewesen, weil du einmal ganz groß warst. Aber das macht mir nichts mehr. Ich habe da schon inzwischen den Durchblick, um was es geht. Mhm. Um was geht es? Um was es geht? Dass man selber durchkommt. Da hatten wir eigentlich gleich nochmal eine Frage. Ja, man sagt immer, Sie sind so ein, sagt immer, und man hört es viel, dass Sie sagen, der meint's ehrlich. Also ich weiß nicht, wir würden gerne wissen, was verstehen Sie eigentlich unter Ehrlichkeit? Oder sind Sie ehrlich, beziehungsweise kann man eigentlich in dieser Branche ehrlich sein zu seinen Fans? Kann man im Leben überhaupt ehrlich sein? Das ist die Frage. Ja, und das kann man's? Ich glaube nicht, man muss eine Show mitmachen, die alle spielen. Hm. Und wenn wir heute alle an einem Tag aufhören würden, die Show zu machen, dann wird das ganze Leben zusammenbrechen ringsherum. Wir müssen alle weitermachen so. Und müssen so tun, als ob. Danke, Roy Black. Das war eine sehr besinnliche Schlussnote von dem Gespräch. Ja. Und weiter geht es jetzt mit Gabi. Ein sehr ernstes. Und wir kommen jetzt eigentlich zum größten...